Herzlich willkommen zu einem neuen Waffenreview. Diesmal geht es um die BC Octane. Sie ist das weitgewinnende Octane Crates. Die bekommt ihr für 5500 CP, also so viel kosten 5 Crates. 11.000 CP kosten 10 Crates. 30.000 kosten 30 Crates. Und 45.000 kosten 50 Crates. So viel kostet die. Zweitgewinn der Octane Crate, wie gesagt. Auf jeden Fall, mir gefällt der Design nicht so gut. Der ist einfach nur so schlecht draufgeklatscht. Dieses Orange-Gelb, die Orange-Weiße. Finde ich jetzt nicht so cool. Aber es sieht leicht so wie ein Schlangenmuster aus, wenn man genau hinschaut auf den Körper. Wenn nicht, schaltet einfach mal auf HD und dann seht ihr es. Auf jeden Fall ist nur eine erweiterte Version eine Axt. Nur mal sie ist Pam. Jeder hatte sicherlich schon mal eine Axt. Ist nicht wirklich ein Unterschied, mit der zu spielen. Okay, vom Punkt Damage her. Auf den Kopf macht sie 100 mit Rechtsklick. Mit Slash macht sie auch 100. Mit Slash auf den Körper macht sie 60 bis 70 Damage. Mit Rechtsklick auf den Körper macht sie 100 Damage. Mit Linksklick auf die Füße macht sie 40 Damage. Und mit Rechtsklick auf die Füße macht sie 80 Damage. So, ja, mit Linksklick Slash, mit Rechtsklick eben halt Rechtsklick. Vom Gewicht her wiegt sie genauso wie die anderen Äxte und ja. Das war's auch schon. Vielen Dank an Crank. Kurz knappes Review. Ich weiß nicht, was mit mir los ist.